Oh, das sieht jetzt hier aber nicht so gut aus. Da kommt doch bestimmt gleich wieder ein Nekromorph aus der Wand geklettert. Wo müssen wir lang? In die Richtung Hangaranlage. Die kommt doch hier gleich. Steht doch schon hier auf dem Schild. Zack, oder sind wir auch schon? Ja. Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Mach das! Müssen wir fliegen oder können wir noch ein bisschen laufen? Ich glaube, ein bisschen laufen ist noch drin, ne? Das lässt sich besser managen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum. Aber hier, ne? Ja, hier kommen wir jetzt nicht durch. Okay. So. Ach, guck mal, hier liegen auch Kisten rum. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass wir an irgendwelchen Kisten vorbeilaufen. Wir brauchen alles. Vor allem die Kohle brauchen wir. Zack. Nimm mit. Naja, gut, das war Muni. Es geht in die richtige Richtung. Wir können das ja auch verkaufen, das Zeug. Hier sonst doch irgendwas. Wir klären das einmal. Ratzifatzi. Recht schön entlang der Wand. Und dann geht's weiter Richtung Maschinendeck. Wie er gesagt hat, ne? So, einmal bitte kurz landen. Oder konnte ich das jetzt ja auch im Flug aufmachen? Geht das? Es geht. Wir brauchen gar nicht landen. Das ist ja schön. Das ist sehr praktisch. Und offensichtlich verbrauchen unsere Düsen keine Energie oder keinen Treibstoff. Das ist gut. Aber die Schränke kann ich nicht öffnen. Kisten auf dem Boden schon, Schränke eher weniger. Dafür müssen wir landen. Na, willst du die Credits nicht haben? 100 Credits, Mensch. Was man dafür alles kaufen kann. Zack, zerlegt. Weiter hier. Wieder hinauf. Und dann, kommen wir da durch? Nein. Es wirkte gerade nur so, aber wir kommen hier hoch, wenn wir wollen. Aber so direkt nach oben fliegen können wir nicht. Wir müssen das immer über Vorwärtsfliegen, glaube ich, managen. Aber das kriegen wir hin. Da, komm mal bitte runter hier. Die liebe Kiste. Zack. Plasma-Energie. Und wieder hoch. Ich fliege bestimmt an der einen oder anderen Kiste vorbei. Aber unsere persönliche Quote, die wir uns vorgenommen haben, ist 75%. Mehr wollen wir gar nicht. Perfektionismus ist ein sicherer Weg ins Unglück. Wir fliegen das hier nur flott ab und dann gucken wir weiter. Kommt doch bestimmt gleich irgendein Gegner oder so. Hier ist nichts weiter. Ein bisschen schneller. Also er könnte wirklich ein bisschen schneller fliegen. Ganz Iron Man ist es jetzt nicht, muss ich sagen. Aber auch generell hier dieses Segment. Das kam im Original nicht so. Also man konnte hier später rumlaufen unten bei der Hangaranlage, aber sehr viel später im Hauptspiel, also im Originalspiel. Und vor allem konnte man hier nicht rumfliegen. Aber okay, weiter. Kisten bitte. Das ist Dead Space. Hier geht es um leuchtende Kisten und so. Was war da jetzt drin? Haben wir es eingesammelt? Naja, gut. Wahrscheinlich. Können wir nicht mit Genauigkeit sagen. Gucken wir uns später in der Wiederholung an. Also ich am Schneiden. Zack. In der Pause. Wie bitte? Also entweder ist das hier die zweite leere Kiste oder hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Es war eine Falle. Eine Lootbox-Falle. Eine wahrhaftige Finte. Naja, gut. Vielleicht habe ich auch zu schnell gedrückt oder so. Ich hämmer einfach immer gleichzeitig noch die A-Taste. Es geht ja manchmal schnell, aber manchmal auch nicht so schnell. Mit dem Aufheben. Boom! Okay, diesmal hat es geklappt. Wir werden schon nichts, naja, hier nichts irgendwie verschwendet haben oder so. Und beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Hier, ja, hier haben wir alles fein säuberlich mitgenommen. Können wir? Da oben ist noch eine Leuchtekiste. Hier in der Ecke noch was. Flieg vorwärts bitte. Können wir das vielleicht später noch so ein bisschen tunen? Also die Geschwindigkeit hier beim Fliegen. Das wäre toll. Das wäre großartig. Hier geht's jetzt raus, ne? Dahinter. Oh, dahinter ist wieder kein Sauerstoff. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, Sauerstoff haben wir schon einmal getunt im Anzug. Aber trotzdem, wie ist das hier eigentlich? Gibt es hier Checkpoints? Ich meine, wir spielen ja auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Aber
Das heißt ja noch lange nicht, dass es hier richtig häufig Checkpoints gibt und so. Okay, hier müssen wir rein, ne? Ja, da müssen wir rein. Oh Gott, Babys, schnell. Explofas. Boom, Schakalaka, weg mit dir. Okay, ist down. Die letzten drei Schuss. Hätte ich mir sparen können. Und das Sauerstoff. Immer? Oder verbraucht sich hier auch die O2-Station? Ich hoffe nicht. Sind hier noch Kisten? Bitte! Da lang müssen wir aber nicht fliegen, ne? Da gelangen wir wahrscheinlich in den interstellaren Raum. Ungünstig. Für uns jetzt in diesem Anzug. Was haben wir hier Schönes? Völkers Rig. Nimm mit. Nochmal aufladen. Oh, oh, oh Gott, Hilfe! Nein, geh weg! Du Monster, du. Zack, zack, zack. Arm weg. Na, ist doch gut hier. Schlingel. Ist jetzt sehr intensiv für mich, vor allem, weil das Spiel so leise ist, ne? Hatten wir ja schon. Schall wird nur bedingt gut. Im Vakuum übertragen nämlich gar nicht. Boom! Der Babykiller. Energie mitnehmen. Ach, waren Credits. Ein reiches Baby. Hier hinter vielleicht noch irgendwas. Ein paar Kistchen. Na? Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das könnte jetzt die eigentliche Herausforderung sein hier. Das Management vom Sauerstoff. Vor allem, wenn wir jetzt gleich irgendwo reinballern. Hier nochmal ganz grundsolide aufladen. Zack. Und jetzt darüber. Es wirkt schon wieder so, als ob wir ein bisschen angefroren sind. Aber ich kann die Kamera nicht separat um Isaac drehen. Hier nochmal aufladen, bitte. Und nun direkt dem Marker folgen. Ich weiß nicht. Hoch? Ne, runter, ne? Ja. Es muss runter sein. Ach, verdammt. Müssen jetzt hier Kisten sein? Ich mach die Kiste klar. Hol mir nochmal Sauerstoff. Ist aber auch komplex, ne? Hier irgendwie die Orientierung zu behalten. Eine Sekunde. Hierhin. Genau. Aber wir können uns ja immer... mit der rechten Schultertaste hier orientieren lassen. Also ausrichten lassen. Naja, ist ja auch irgendwie orientieren lassen. Jetzt da lang bitte. Schneller als sonst. Da rein. Ist richtig, ne? Ja, da rein. Mhm. Und da weiter. Okay. Vielleicht kurz mal die Kisten ignorieren. Ja. Cool. Und da rein, natürlich. Müssen wir uns ausrichten oder macht er das selber? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ja, aber Sauerstoff ist immer noch ein Thema, ne? Nee, doch nicht. Alles cool. Alles cool. Gab's jetzt hier einen Quicksave oder so? Oh, Nabben, wie geht's dir? Auf den Borden, habe ich gesagt. Beinchen, Ärmchen. Der Klassiker. Oh mein Gott, der nächste. Beinchen und Ärmchen. Saubere Sache. Und der Trampelmann. Immer schön trampeln. Hier war jetzt keine Speichermaschine, oder? Nee, da gehen wir noch nicht hin. Erstmal checken wir hier das Frachtlager. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht irgendwie ein Gegner rauskommt. Oh mein Gott, Killerbaby aus der Hölle. Ist gut, ist gut. Sauber, danke. Genug. Genug. Alles klar. Ja. Dankeschön. Wechsel zum Impulsgewehr. Genug Muni haben wir mittlerweile ja aufgehoben. Wir müssten zwar ein bisschen länger schießen, aber das wird sich wahrscheinlich dann auch mit den nächsten Upgrades dann geben. Textlog. Logbuch des Maschinenraums. See Danvers. Organisches Wachstum im Maschinenraum. Ich füge dies meiner Anfrage zur vorrangigen Wartung hinzu. Vielleicht hilft etwas Schriftliches, damit sie aufmerksam werden. Diese unidentifizierte Wucherung, die bereits an anderen Stellen des Schiffs gemeldet wurde, hat den Maschinenraum erreicht. Nicht einmal die Krankenstation weiß, was das für ein Zeug ist. Es sieht aus, als hätte jemand eine
hätte jemand seine Eingeweide an die Wände gekotzt und es riecht auch so. Es breitet sich schneller aus, als wir es zerschneiden können, was an sich schon ziemlich eklig ist. Es hat bereits den Lastenaufzug beschädigt und dringt in die Maschinenspeiche ein. Maschinenspeiche? Wenn wir nicht bald einen Weg finden, es zu stoppen, wird es übermorgen die ganze Hauptmaschinenkammer bedecken. In der Zwischenzeit gehe ich auf das Abbaudeck. Sie haben PFM 100S für den Eisabbau eingelagert und können den Treibstoff entbehren. Vielleicht können wir dieses Zeug kauterisieren. Noch ein neues Wort. Ich hoffe nur, es riecht nicht noch schlimmer, wenn es brennt. Alles klar. Die Wucherung. Wahrscheinlich hier unser nächstes großes Thema, dem wir uns hier widmen dürfen. Oh. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Ja. Oh, hallo. Na, ihr Nekromorphe, ihr, alles klar bei euch? Wo soll ich lang? Wo gehen wir lang? Natürlich erstmal nicht direkt zum Ziel. Maschinenraum. Finde den Autopsiestandort von wem? Da, finde den Autopsiestandort im Maschinenraum. Okay. Sehr schön. Also erstmal dem optionalen Ziel folgen. Hier ist jetzt die Monorail. Richtig. Also, diesmal ist die Ishimura in einem Stück erkundbar. Da haben sie was zusätzlich gebaut. Wir können die Monorail nehmen und so von Monorail-Station zu Monorail-Station fahren, schneller. Aber wir können auch komplett die Wege laufen. Das ist neu. Das habe ich in der ersten Folge, in der ersten Aufnahme nicht ganz gecheckt gehabt. Oder war es in der zweiten Folge? Ich glaube, es war in einer der ersten beiden Folgen. Und deswegen bin ich dann von der Monorail-Station die ganzen Wege zurückgelaufen bis zur ersten Kammer. Oder bis zu der Kammer mit Zugangsbeschränkung Level 1, an die ich mich erinnern konnte. Wie sieht das hier aus, wenn ich jetzt hier raufgehe? Ach, guck mal. Das ist ja nicht verkehrt, ja. Hier können wir auf jeden Fall auf schnellem Wege reisen, wenn wir wollen. Gesperrte Station, Hauptziel, Nebenziel. Ja, aber eins nach dem anderen. Sicherlich wird diese Erkenntnis später dann noch von Nutzen sein. Ja, das wird sie. Das war alles? Das war alles? Na gut. Oder kann ich mir auch den Nebenauftrag vielleicht richtig markieren? Aktion. Und kriege ich dafür auch jetzt einen Brotkrumen? Nein, leider nicht. Das ist natürlich nicht so optimal. Maschinenraum. Dann bitte da lang. Ich glaube, dann wird sich der Spaß sowieso von selbst lösen. Oder eben nicht. Dann markiere bitte wieder das Hauptziel. Ziel verfolgen. Was wird uns hier auf der Karte angezeigt? Der Maschinenraum, in dem wir uns befinden. Also müssen wir hier alles so ein bisschen gründlicher absuchen. Oh Gott, ein Store. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, wir wollen erstmal verticken, oder? Naja, so viel zum Verticken haben wir auch nicht. Aber wir haben 6000 Sammelcredits. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber irgendwo sind wir auch grundsolide ausgestattet. Vielleicht sparen wir jetzt erstmal und dann gucken wir weiter. Ja, genau so machen wir es. Audiolog. Logbuch des Maschinenraums, stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Mann, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot ist, gerät hier alles durcheinander. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm. Bis diese... Ach, ich dachte, das Audiolog würde jetzt weiterlaufen. Aber offensichtlich nicht. Aber es wird zumindest pausiert. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Liz, alte Bekannte. Und dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Ja, mach das. Treibstoffdepot. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn.
Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Ist geborgt, Mann. Wir kümmern uns drum. Zack, Steuerkonsole. In welche Richtung? Hat sich eine weitere Tür geöffnet? Ja! Ist klar. Hier drüben vielleicht auch eine? Nein. Gespeichert hatten wir ganz frisch gerade. Und offensichtlich müssen wir bei der Tür stehen bleiben, wenn wir sie öffnen wollen. Ansonsten nein. Ansonsten sagt die Tür einfach nein. Okay, vorsichtig. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder was. Oh, eine neue Waffe. Ripper. Ja, auch nicht verkehrt das Teil. Ich erinnere mich. Das ist so ein Kreissägenschmeißer, ne? Aber naja. Der Variation wegen können wir sie gerne mal ausprobieren, diese Waffe. Nein, du sollst... Stopp, du sollst... Da ist der Ripper, genau. Wir wollen den Ripper zuordnen. Und zwar links. Okay, das merken wir uns. Probieren wir gleich aus. Machen wir gleich. So, Primärfeuer und Sägeblatt abschießen. Wie bitte? Ach so, das war Sägeblatt abschießen. Was ist Primärfeuer? Ah, ich verstehe. Damit können wir uns dann... Naja, damit können wir uns dann durch die Gegner durchsäbeln. Das Ding bleibt so ein bisschen steuerbar in der Luft. Ansonsten schießen wir das Sägeblatt ab. Ich verstehe, ja. Wir sollen da lang. Na, dann gehen wir erst hier lang. Ins Badezimmer. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Sicherheitsanfrage abgerufen. Oh. Nimm ihm die Sache, ich darf dich aushalten. Vorsichtig. Ich will das nicht. Das sind deine Zähne. Das sind nicht die Zähne. Halt die fest. Er zieht sich die Zähne. Oh Gott. Wie ist du ein Hangover? Teil 1. Ah! Oh mein Gott! Ich bin nicht bereit zum Duschen. Was passiert hier? Keine Ahnung. Wir brauchen den Sicherheitsdienst nicht mehr. Anderson muss auf die Krankenstation. Da braucht einen Psychiater. Mann. Aber wirklich. So. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen rumsägen. Mal gucken, ob wir das jetzt in Action gleich hinbekommen. Primärfeuer. Und können wir dann vielleicht die im Primärfeuer oder mit Primärfeuer genutzte Säge, also das Sägeblatt, dann auch noch abschießen vielleicht, bevor es explodiert? Das wäre doch cool. Eventuell geht das. Das wird sich zeigen. Ja. Oh, hallo. Ich säbel dich einfach weg. Und ich schieße jetzt. Ja, das geht tatsächlich. Also bevor dann das Sägeblatt sinnfrei explodiert, sollten wir das Sägeblatt auf jeden Fall noch abschießen. Aber natürlich mit dem richtigen Timing. Timing entscheidet über alles. So, wo lang? Hier in die Richtung. Oh, Sauerstoff. Ah, das steht doch bestimmt nicht umsonst hier, das Teil. Erstmal gucken. Nein, ich möchte noch nicht rüberfahren. Ich möchte erst hier ein bisschen erforschen. Könnte guter Kram rumliegen. Optionaler Kram, aber wichtiger Kram. War da was? Da hoch können wir auch noch. Ja, zeig mal bitte. Kiste. Oh, da können wir rein. Das ist ein Lager oder so. Kontrollraum. Naja, soll mir auch recht sein. Aber nicht hier mit dem Sägeblatt, nicht mit dem Ripper. Das wäre Sägeblattverschwendung. Möchte ich nicht. Hallo? Zurück zum Ripper. Ach, guck mal. Wir haben quasi einen Shortcut gemeistert. Okay, ganz schnell zwischenspeichern. Klicke die Klick und schon fertig. Und zurück in die Action. Aber das wäre es dann, ne? Da können wir noch nicht lang. Nein, wir müssen. Wir müssen rüberfahren. Mit dieser merkwürdigen Plattform. So, wo
wo genau war sie jetzt da unten, ne? Und da ging's jetzt auch nicht. Doch, da geht's weiter. Uno, Sekundo, Pal Favor. Ach, hier können wir auch noch was machen. Wahrscheinlich müssen wir das hier auch noch machen. Oder dürfen wir hier... Ja, wir dürfen. Plong. Betanke die Antriebe nördlich. Da liegt ja noch was. Wer hat denn das da bitte gerade hingelegt? Die Kohle. Oh, oh, oh. Hallo, hallo, hallo. Komm her, du Ratte. Du. Und abgeschossen. Aber trotzdem. Eine Ripperklinge. Pro Nase hier. Na. Ja, es ist. Ist halt eine Ripperklinge pro Necromorph. Wahrscheinlich auch nur im ungemoddeten Zustand des Rippers. Ja, ich glaube, da kann man auch noch eine Menge rausholen, wenn man möchte. Naja. So bleibt zumindest hier die Munition des Rippers nicht unnütz bei uns im Rucksack. Ich glaube, hier brauchen wir gleich wieder was mit Distanz. Mit Distanz. Wir müssen hier vorausschauend handeln und schießen. Hätte ich vielleicht noch einen Stachli mitnehmen können? Hätten wir tun sollen, ne? Naja, gut. Jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Na, was haben wir denn hier Schönes? Zeigt euch! Ihr mieses Pack, ihr. Wir knallen euch alle ab. Na, da kommt was. Da kommt was. Hallo. Ich feuer einfach mal. Oh, natürlich. Natürlich. Auf den Boden. Dead Space Police Department. Boom, Schakalaka. Und das Singeling noch. Okay, ich glaube, das Explofass können wir uns sparen. Oder kommt da noch wer? Vielleicht von einer anderen Seite. Oh, 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 hi. Plock. Weggefetzt. Stachli, jetzt. Zack. Habe ich erledigt? Nein. Ich beschieße dich mit Credits. Ah. Oder mit Ripper-Munition. Alter Schwede. Nein, 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 nein. Das war echt unnötig. Aber ich dachte, ich könnte... Nein, stopp. Ich dachte, ich könnte Munition sparen. Spring rüber, Isaac. Das wollte ich doch gar nicht. Nicht, dass jetzt hier der ganze Kram, also, ihr wisst schon, wieder verschwindet. Ich glaube, die Hin- und Rückfahrt kann ich euch sparen. Wir waren noch nicht so weit, ne? Ja, ich schneide hier mal. 3, 2, 1, Block und schon sind wir wieder auf der Rücktour. Ich sollte mal ein bisschen Energie schlürfen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Aber das letzte Fitzelchen lasse ich jetzt mal offen. So viele Energy Drink Shots haben wir auch nicht mehr. Gab's nur von Red Bull, oder? Also zumindest bei uns hier in Deutschland. Ich habe die bisher auch nur an der Tanke gesehen und nicht irgendwie im Supermarkt. Also die Shots, ne? Aber die sind schon echt, wow, die sind schon garstig vom Geschmack her. Da geht's dann wirklich nur noch um den Koffeinrausch. Na, Textlog, Audiolog, noch besser. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Schlüsselkarte. Und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand die nehme ich mit. Hat sie nach, ob... Warte, hörst du das? Denn was los? Ich dachte gerade irgendwie, die Karte würde hier drinnen liegen. Es hatte sich so angeboten gehabt, das eine Fenster ist schon offen. Als ob das hier ein Problem wäre, hier reinzuspringen. Aber nein, Isaac ist ein Ingenieur und kein Athlet. Warum gibt es hier überall Sauerstoff? Was passiert hier gleich? Was zur Hölle? Können wir euch noch extra zertrampeln vielleicht? Eventuell? Nein. Na gut, dann weiter bitte. So. Ja, danke. Alles klar. Oh, 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 oh. Na? Der kommt doch gleich hinter uns raus, ne? Ich hätte einen Stachli mitnehmen sollen. Das fällt mir natürlich recht früh ein.
Aber lieber spät als nie da. Ein Stachli. So viel Zeit muss sein. Ein bisschen Muni sparen. Der kommt doch gleich hier wieder rausgeschossen. Der Schlingel, der. Da drüben, ja, da gibt's was Feines. Na, na. Wo? Wo? Von wo? Ein Speicherpunkt. Ach, Herr Jemine. Boom. Hat ihn aber nicht gekillt. Man könnte ihn natürlich auch zuerst den Arm abschießen und dann mit dem freigelegten Stachli eliminieren. Vielleicht reicht das dann ja aus. Weil offensichtlich gerade eben schon wieder ein Stachli-Only nicht gereicht hat, um ihn zu killen. Da ist was dran, ne? Oh, da, Schlüsselkarte. Wir haben sie gefunden. Den Schlüssel. Für den Torwächter. So, Was ist denn los? Hammond. Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Mach das. Danke für die Info. Uns kommt jede Hilfe recht. Rüber. Wir haben die Schlüsselkarte. So, da lang, rechts rum. Und dann da runter. Hier hin. Oh, da kommt irgendwas, ne? Oh mein Gott! Ist da wer drin, ne? Ich hoffe nicht. So, Schutzschalter. Das Rätsel mit dem Schutzschalter. Plong! Ripperklingen. Und ein Knötchen. Endlich mal wieder. Ist lange her. Lichter aus. Oder Lebenserhaltung. Okay. Automatisch macht er die Lichter aus. Wäre auch meine Wahl gewesen. Muss ich sagen. Ich kämpfe lieber ohne Licht als ohne Sauerstoff. Oh, 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 oh. Ich muss jetzt darüber wieder und den Tankschalter aktivieren. Ja, auf jeden Fall. Na du. Da kommt doch bestimmt gleich einer. Mit dem habe ich geredet. Den meinte ich mit Nado. Mit ihm hier. Und boom. Ja. Stachli mitnehmen. Sofort. Aber noch auftreten dann, ne? Aber es kommt gerade keiner. Kann kurz trampeln. Dankeschön für deine Kohle. Ist fast wie in GTA 3, ne? Da musste man auch nur auf die richtigen Leute treten und dann kommt da Kohle raus. Das war aber zensiert damals. In GTA 3. So, einmal runter. Tanken. Stachli wieder mitnehmen. Na, na, wer will? Sowas kann schnell ins Auge gehen. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache hier. Hallo, hallo, hallo. Nicht hinter uns, oder? Ein Baby. Ja, für ein Baby reicht aber ein Stachli, ne? Zack. Erledigt. Mhm. Ja, noch ein Baby. Zack, hier, Geburtenkontrolle. Aber sowas von. Einfach weg damit. Es ist noch nicht zu spät. Und, ein dicker, nein, ganz normaler. Ein Spocki. Block. Oh, wie der noch spucken kann. Verdammt doch mal. Ist das ein Stachli vielleicht? Den ich mitnehmen kann? Nee, ich kann nur ihn komplett mitnehmen. Aber das sieht doch aus wie ein Stachli hier. Muss ich den vorher noch abtreten? Jetzt, ne? Jetzt habe ich einen Stachli. Okay. Ist schon mächtig, so ein Stachel. Und dann können wir wieder zurück. Richtig. Ja, ich nehme den Stachli einfach mit, wenn das überhaupt geht. Ich nehme vielleicht ein paar Stachlis mit. Liegen hier nicht vielleicht noch welche? Da, guck mal, das ist doch ein super Stachli. Der ist noch viel länger als der erste Stachli. Keratin, Entschuldigung. Kreatin ist was anderes. Das ist aus dem Fitnessbereich. Schweineteuer aktuell. Mhm. Aber man kann es auch als Nichtsportler nutzen. Es soll auch Brain Food sein. Aber das nur am Rande. Doch generell die Fettverbrennung steigern, ne?
So, haben wir. Ja, wir haben genug Stachlis, wenn die überhaupt mitkommen, ne? Jetzt wieder zurück, genau. Das gleiche habe ich schon mal im Originalspiel probiert gehabt und dann glitschten die einfach durch den Boden. Nein, wir haben Glück. Das ist ja cool. 3 Stachlis für unterwegs. Jetzt kommen bestimmt ein paar Babys. Na? Wo lasst euch schon blicken? Ihr fiesen Monster, ihr. Mit euren Tentakeln. Nö, offensichtlich werden wir verschont. Na, geht doch. Oh, 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 ich häng fest mit Stachli. Doch nicht. Wir brauchen ja nur einen mitnehmen. Einer reicht ja komplett aus. Außerdem, wohin mit den anderen? Ein Rucksack wäre nicht schlecht. Ein Rucksackmod. Na, na, oh, oh, oh! Alter Schwede, wie der um die Ecke geschossen kam. Das liebe ich, ja. Ich erschrecke mich ja saugerne, muss ich sagen. Es ist natürlich im ersten Moment eine Schocksituation. Hau weg den Kram! Aber danach die Erlösung ist gar nicht so schlimm. Also der Gedanke dann, der ist super. Man fühlt sich so ein bisschen gereinigt. Wie, naja, wie wenn man einen Horrorfilm guckt. Da ist doch das, was wir gerade weggehauen haben. Ich glaube schon. Ja, man fühlt sich gereinigt danach. Oh nein, oh Gott! Der Schmetterlingsmann. Er ist hier. Er ist hier. Mach ihn kalt. Ihn zuerst. Er muss zuerst sterben. Da kommt bestimmt gleich einer noch von rechts oder so. Zack. Den Arm weggeballert. Aua. Oh, oh, warte. Oh, warte. Ich bin leer. Sag mal, was ist denn das für einer? Was ist denn das für einer gewesen? Ein High-Value-Gegner. Ich zisch mal einen Energy Drink. Lecker. Boom, Schakalaka. Und nun? Was nun? Erstmal gucken, ne? Ein bisschen was verticken. Ein bisschen Plasma-Cutter-Munition können wir ja gut verkaufen. Das sollte hier kein Problem sein. Neuer Gegenstand zum Kauf verfügbar. Aprilsucher für den Ripper. Ist das ein Upgrade oder ist das die Munition? Hier die angefangenen Stacks, die will ich nicht haben. Auch hier Stase benutze ich relativ selten. Und jetzt die große Frage. Sind wir so mutig und kaufen uns einfach einen neuen Knoten? Oh nein, wir kaufen uns... Oh, warte mal, stopp. Kinetische Ladeautomatik. Bringe dieses Teil zur Werkbank, um den Upgrade-Pfad zu ergänzen und ein spezielles Update zu erhalten. Ah, deswegen waren die ganzen leeren Felder da. Cool. Das ist das für den Ripper, ne? Es ist ein Upgrade, tatsächlich. Ja, aber... Ich nehme jetzt mal das Upgrade für den Plasma Cutter. Ich bin in diesem Playthrough auf jeden Fall ein großer Freund des Plasma Cutters. Und da können wir jedes Fitzelchen an extra Feuerkraft gut gebrauchen. Yuji! Wo ist die nächste Bank? Vielleicht mal genau zwischenspeichern. Zack, so schnell kann es gehen. So, wir müssen jetzt in die Richtung. Wunderbar. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein Schränkchen übersehen mit Ripperklingen. Ein Energy Drink wäre mir lieber gewesen. Wobei, einen kleinen können wir uns noch gönnen. Also nicht in echt. Ist schon zu spät für mich. Ich habe heute genug Kaffee getrunken, genug Grüntee und sogar ein Schlückchen Energy Drink. Ich bin beim Wasser angekommen. Prösterchen, das geht auf euch. Mmh, sehr lecker. Ja, reicht ja auch, ne? War lange genug die Fahrt. Okay, Warning. Mandatory Decontamination. Ist aber auch ein schwieriges Wort, ne? Das möchte ich haben, bitte. Die Kohle, die da irgendwer auf dem Schrank versteckt hat. Ist nicht das beste Versteck. Vor allem, wenn man es so vorne an die Kante legt. Ein Stasebehälter. Vielleicht relevant.
wenn wir gleich Besuch bekommen. Hallo, hallo, hallo. Mitnehmen. So, mittlerweile ist das Spiel auch offiziell erhältlich. Da war sogar ein kleiner Patch mit dabei. Aber großartig hat sich jetzt nichts geändert. Doch, mein Quick Resume. Das ist so ein Feature. Oh, oh. Das ist so ein Feature von der Xbox Series X. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die S das auch kann. Der Speicherstand dafür, der wurde gelöscht. Wahrscheinlich wegen des Updates. Aber okay. Es war verschmerzbar. Wir hatten ja einen richtigen Save in-game gehabt. Aber das ist schon ein cooles Feature. Quick Resume. Quick Resume ist auch ein schwieriges Wort. Da kann man wirklich direkt wieder einsteigen. Sobald die Konsole gestartet ist. Und selbst das kann man ja verkürzen. Oh, die Bank. Endlich. Das ist ja schön. So, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto? Ach nee, falsche Bank. Ja. Klasse. Wir können jetzt den Plasma-Cutter noch weiter erweitern. Wow. Was da alles dazugekommen ist. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas nehmen. Mit mehr Schaden. Was ist Feuerrate. Ach ja. Und hier Patronenrack. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Ja. Aber wie gesagt, ich will erstmal die Schadenspunkte haben. Dann nehme ich hier Nachladen und hier Schaden und dann auch mehr Kapazität Richtung nächsten Schadenspunkt. Ja, das ist gut. Eine solide Waffe. Ich bin überzeugt. Und weiter. In die Hölle. Textlog. Logbuch des Maschinenraums F-Hello. Check-in 17.38 Uhr, Prüfung 0505, achso 5 von 5 Zonen geprüft, Zustand suboptimal, Meldung eingereicht, Kommentare, mehr Abwesenheiten, es sind nicht nur die Unitologen, die sich wegen religiöser Ausnahmeregelungen aus dem Staub machen, wir verzeichnen erhebliche Lücken in der Rotation, Menschen, die wegen Schlafmangels krank werden, sich Selbstverletzungen zufügen oder verschwinden, nach Ende ihrer Schicht kehren sie einfach nicht zurück. Jemand sagte, das Schiff sei angegriffen worden. Blödsinn. Wir sind am Arsch der Welt. Wer würde den Weg auf sich nehmen, um ein Abbauschiff anzugreifen? Und ja, der Captain ist tot. Aber Carmack sagt, es war ein Mitarbeiter von der Brücke. Ich schwöre euch, die Gerüchte auf diesem Deck sind außer Kontrolle. Update. Kontakt zur Brücke verloren. Kein Riglink, keine Sicherheitsleitung, nichts. Okay, das sind nicht nur Gerüchte. Scheiße, ich steige aus, solange ich noch kann. Aber wohin willst du denn gehen, Mensch? Du bist Lichtjahre von zu Hause entfernt. Das ist quasi dein Zuhause. Wo willst du dann hingehen? Gut, wir kamen von da. Wir wollen jetzt hier lang. Oh, oh, oh. Dekontaminierung, ne? Ich glaube, beim Hinweg passiert nichts. Aber dann irgendwann ist alles durchgeladen. Nein, es war nicht alles durchgeladen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ich glaube, beim Hinweg passiert wirklich nichts. Oder das Spiel hat sich gravierend verändert. Das ist auch möglich. Oh, 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 oh. Alles hat sich verändert. Das ist ein ganz anderes Spiel geworden. Zertreten, immer schön zertreten. Energy Drinks. Noch ein Baby. Da ist tatsächlich ein Baby. Wow. Wie sich gerade das Baby abgezeichnet hat. Als ich es beleuchtet hatte. Mit dem Nebel dann. Oh, das sah schon cool aus. Na, na, oh Gott, warte mal. Ist hier ein Stachli? Nein, kein Stachli. Alter Schwede. Kommt da noch einer? Ja, es kommt noch einer. Ein Hund. Schande, Mensch. Den habe ich überhaupt gar keinen Bock gerade. Na, na, na. Schön ausgewichen. Alles ist tot. Wie es sein soll. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Ja, Dekontaminierung. Und das hat jetzt das Analyse-Tool nicht gecheckt, wa? Da können wir jetzt einfach rausgehen. Wir sind völlig eingesaut. Sehr fragwürdig das Ganze. Aber ich beruhige mich jetzt wieder.
Videospiellogik, Schema, Medipack, Mittel. Und hier Plasmaenergie. Sehr gut. Munition für unsere wahrscheinlich aktuell stärkste Waffe. Stehen hier irgendwo Schadenswerte oder so? Gibt es noch irgendwelche weiteren? Nee, ach gut, dann nehmen wir das einfach so hin, ne? Sind alle toll, alle Waffen sind toll. So, wir sollen da lang, aber wir gehen erst hier lang, weil wir störrisch sind und stur. Aber das wird wahrscheinlich unser Ende sein. Da ist was, ein Knötchen, aber auch diese Geschwüre. Oh, da kommt doch bestimmt gleich was raus. Ah! Nimm es mit. Knötchen. Alles cool. Alles cool. Ah, hinter uns. Babys aus der Hölle. Die schlimmsten Babys. Nice. So, der hat noch nichts gedroppt gehabt. Block. Droppen die echt immer? Also die Gegner, wenn man rauftritt. Das ist ja krass. Die Spiegelungen sehen manchmal so aus, als ob hier Stachlis auf dem Boden liegen. Also die Stangen von den Regalen. Das habe ich auch in der Dekontaminierungszelle gedacht gehabt. Nimm es mit. Oh, Halbleiter. Diamant und ein Textlog. Ein idealer Moment zum Lesen. Rick, für vorrangige Nachricht nicht verfügbar. Transkript an verfügbaren Speicher übermittelt. Jay Temple, Tai, Jiong, bist du da? Kraftausdruck, was dauert da so lange? Die Zentrifuge ist immer noch offline. Wir haben keine Zeit mehr. C. Danvers, kein Rickling-Kontakt, seit sie weg sind, Chief. Sie sind weg, nicht wahr? G. Temple, aber wir haben sie mit allen bewaffnet, was wir hatten. Sie hätten sich gemeldet, wenn es Ärger gegeben hätte. Sind sie etwa in ein Kraftausdruck-Loch gefallen? Kraftausdruck, wir haben eine riesige tektonische Ladung am Arsch kleben. Sie denn was? Was, wenn wir die Gravitationsstrahlen ausschalten? Wir lassen die Ladung fallen und erkaufen uns so mehr Zeit. G-Temple, ich habe es versucht. Wenn ich nicht die Hälfte der Schiffskabel herausreißen will, muss ein Mitglied des CEC-Vorstands das ganze Erz abwerfen. Wir wollen ja nicht, dass die Kraftausdruck-Aktionäre wütend werden. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff ausbalanciert, kommt es in ein paar Stunden zum Absturz, wenn wir so viel Glück haben. Was für ein Chaos. Dass sie das noch nicht längst getan haben. Ich meine, ne, mit dem Erz abwerfen. Da müssen sie extra den Vorstand fragen. Ja, Kohle. Kohle ist oft mehr wert als so ein Menschenleben. Schlimm, schlimm. Selbst hier in der Zukunft. Kurz abspeichern. Klicke die Klick-Klick. Und weiter geht die Reise hier. Ja, Kiste, komm her. Zart, trampeln bitte. Plock. Wieder rein in die gute Stube. Da sind doch bestimmt noch mehr Kisten. Wir müssen nur ganz genau hingucken. Oder vielleicht direkt Kram. Schwerelosigkeit aktiviert. Oh Gott, aber Sauerstoff haben wir. Warnung. Zentrifuge offen. Sauerstoff ist mehr als genug da. Na, wenigstens etwas. Knötchen vielleicht. Nee, Credits. Hier wäre Stase-Energie, alles klar. Hier können wir bestimmt auch runterfahren, wenn wir wollen. Oder hochkommen, wenn wir runtergeflogen sind. Eins von beidem. Oh, da. Oh nein, das ist Sauerstoff, ne? Oh, ich muss mich wahrscheinlich gleich wieder entscheiden, ne? Sauerstoff oder Licht? Oh, erstmal ein bisschen rumeiern hier. Na, von wo? Wer will es wissen? Ah, Hundi. Wo ist der Hundi hin? Da ist er. Na. Zack. Wow. Wie ausgewichen ist. Ich muss mich kurz drehen. Orientierung. Jetzt. Zack. Schande. Hat nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Nimm das, Hundi. Du Pfiffi, du. Kurz landen, bitte. Kram mitnehmen. Nice. Kiste. Zerschellt sie. Block Credits. Und nun war das etwa alles, ihr Halunken, ihr. Gibt's hier noch mehr Kisten?
Oder bewegen wir uns gleich zum Ziel? Auch hier, Energy Drinks. Sehr schön, ein Doppelpack war im Angebot. Er scannt einfach alles jetzt, ne? Ja, okay, ich weiß, wie das geht, aber ich wollte halt vorher trotzdem so ein bisschen gucken. Da sind wir rein. Da waren wir looten. Stase haben wir noch. Ja, aber wir sollten uns lieber hier an der Station aufladen, als dass wir hier ein Stase-Päckchen aus dem Rucksack benutzen. Ja. Ich glaube, es würde uns fehlen in einer Situation, wo wir gerade Stase brauchen. Einmal bitte darüber ziehen. Ja, es geht da wieder nicht, ne? Ich glaube, wir müssen erst die Zeit verlangsamen. Zumindest hier für das Stückchen hier. Fährt es automatisch zurück oder kann ich die Stase im letzten Moment aktivieren? Ja, ich kann. Zack. Und ran damit bitte. Jetzt. Block. Sehr nice. Ist da noch eine Kiste? Nein. Es ist einfach nur das Geschwür. Das gleiche hier jetzt auch nochmal, ne? Und schon funktioniert die Zentrifuge wieder. Oh oh, da ist was. Babys. Au, wie gut, ey. Na, wo bist du? Halunke, du. Ärmchen. Geht doch. Er hat schon gedroppt, ne? Ja, er hat gedroppt. Credits. Reicher Hund. So, und jetzt wieder zurück an die Arbeit. Einmal verlangsamen. Und einmal ranhalten hier. Zack. Da drüben, O2, ja. Lande mal bitte. Komm mal ein bisschen runter hier. Da ist noch eine Kiste, ne? Die sollten wir uns holen, bevor hier die Hölle über uns hereinbricht. Denn da passiert gleich was, wenn ich mich recht entsinne. Zack. Kohle. Reiches Geschwür. Da ist noch was. Nimm mit. War das jetzt alles? Mehr oder weniger? 75% Quote. Ist erfüllt, sage ich jetzt einfach mal. Ich bestimme das. Action! Hilfe! Oh nein. Oh nein. Zentrifuge aktiviert. Gleichgewicht mit tektonischer Ladung wiederherstellen. Ja, aber... Aber jetzt... haben wir keinen Sauerstoff mehr hier. Sieht das cool aus? Einfach mal kurz genießen. Maschinenträume. Science-Fiction-Maschinenträume werden wahr. Sci-Fi-Gasm at its best. Oh, das ist aber auch hier ein bisschen anders, ne? Ah, ah! Ach ja, stimmt. Da war ja was. Kurz warten. Mhm. Wir laufen mit der Zentrifuge oder gegen die Zentrifuge? Ich weiß nicht. Nein, stopp! Oh mein Gott, nein! Stopp! Hilfe! Ich bin falsch gelaufen, ne? Flieg, Isaac! Warum kann ich nicht mehr fliegen? Warum kann ich eigentlich nicht mehr fliegen? Ah, naja, die Zentrifuge war ja wieder an, ne? Das ist die Erklärung. Gut, aber wir haben hier einen gütigen Checkpoint gehabt und damit wäre auch die Frage beantwortet, ob es hier vermehrt und faire Checkpoints gibt. Ja, wir müssen genau gegen, hier gegenlaufen, gegen die Drehrichtung. Mhm, da kommt doch bestimmt gleich einer aus dem Loch oder so. Ja, weiter. Schande, musst du denn jetzt genau... Warte mal, ich kann ihn aufhalten, ne? Zack, bleib mal stehen. Problem gelöst. Aber ich krieg dann keinen Loot, oder? Oh, dann kann ich dir noch... Warte mal, stopp. Das war alles hier jetzt sauerstofflos. Aber sauerstofflos heißt ja nicht gleich schwerelos. Ich eier ein bisschen gerade rum, ne? Ein ganz klein bisschen. Credits, oh, wie schön. Renne. Oh Gott, sie kommt. Sauerstoff. Aber ich habe gerade bedingt Zeit für Sauerstoff. Aber jetzt haben wir wieder Zeit. Alles im grünen Bereich. Nice. Hier sind wir safe. Ich
glaube, es kommt auch da gleich ein Gegner raus. Also wenn ich hier Gegner platzieren würde, dann würde ich genau da jetzt, wenn ich anfange zu laufen, einen Gegner platzieren. Nö, gut. Na dann nicht. Frisch aufgeladen. Und los, Isaac. Renne, renne, renne. Die Lichtstimmung hier gerade. Wirklich fantastisch. Aber da ist doch noch eine Kammer. Da ist noch eine Kammer. Da ist bestimmt ein Knoten. So viel Zeit haben wir. Wir gucken nach. Und go! Renne, 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 renne. Ja. Geheimer High-Value-Kram. Credits. Kohle, Kohle, Kohle. Und nun laufen wir mit dir. Du liebe Zentrifuge. Go, renne, renne, na los! Ist ja nur ein kleines Stückchen, Mensch, ne? Flupp. 40 Sekunden. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Aufladestation. Oder sind wir jetzt einfach von vornherein wieder safe? War ja Stase, hätten wir hier. War ja nicht irgendwo noch. Oh Gott, oh mein Gott, wo kommst du denn her? Das ist eine ganz komische Stimmung. Ja, ich weiß, aber Isaac, du hast doch hier. Ah, Schande, ich muss ein bisschen hinne machen. Ganz klein bisschen. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Mach die Tür bitte zu. Gott sei Dank. Kurz abspeichern. Floppdiwopp. Und weiter im Text. Jetzt haben wir auch wieder Ton, Mensch. Ton der Umgebung. Oh! Das habe ich viel früher erwartet, das Teil. Aber schön, dass es dich noch gibt. Ich will schießen. Ja, ich schieß doch schon. Wann kann ich zielen? Jetzt kann ich zielen. Boom! Ich muss nachladen. Sehr ungünstig. Hat er ja fast automatisch drauf gezielt. Aber wahrscheinlich nur auf diesem Schwierigkeitsgrad. Höchstwahrscheinlich. Na? Noch einer. Wo lang sollen wir? Da lang. Aber was passiert, wenn ich hier lang laufe? Ist da noch irgendwas anderes? Ach ja. Genau, hier hatte ich das Ding eigentlich erwartet gehabt. Aus diesem Loch. Aber da waren wir ja schon. Dieses Knötchen haben wir uns schon gegönnt. Dann mal rein, bitte. In die gute Stube. Na? Zünde die Antriebe manuell mit einem Zippo an. Oh, warte. Nicht schon wie. Ah! Ah! Killerbabys. Warte mal, wow, hier ist ja sogar. Naja, so ein Klingenblatt. Und nun. Das sind auch Stachlis. Die sind übrig geblieben. Von der letzten Gegnerwelle hier. Bang. Naja, wir haben einen Knoten. Aber ein Knoten ist ein Knoten. Wir sind ja quasi beim Plasma-Cutter schon auf dem Weg gewesen zum nächsten Schadenspunkt. Den sollten wir uns gönnen. Zack. Boom. Ja. Noch stärker. Stärker als jemals zuvor. Und über jeden Zweifel erhaben. Aber hier kann ich jetzt nicht meine Stase aufladen, oder? Nee, ich bräuchte gerade nämlich ein bisschen Stase-Energie. Ich weiß, wir haben so einen Stase-Snack in unserem imaginären Rucksack, aber hatte ich ja schon erwähnt, gab Speicher lieber, ne? Ich bin ein Sparfuchs. Oh, warte, ich bin völlig falsch hier. Hier wollte ich gar nicht rein. Das gehört nur dem Hausmeister. Ich habe nichts gesehen, Herr Hausmeister. Ich werde niemandem was von Ihren Heften erzählen. Alles cool. Alles in bester Ordnung. Sieht aber auch gut aus, ne? Und so crisp. Vor allem hier diese Wildlederoptik. Auf seinen Schultern. Sieht aus wie, naja, wie DDR-Kunstleder so ein bisschen. Geschafft. Isaac, das Treibstofflager ist entriegelt. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. Das ist super. Das freut mich, ne? Können wir was verkaufen oder eventuell kaufen? Genau, stimmt. Wir haben jetzt die mittleren Medipacks im Verkauf. Wie schön. Verticken, genau. Hier, Bronze-Halbleiter.
Also die Ripper klingen, ich bin da nicht der größte Freund von, aber wir haben auch gerade kaum eine andere Wahl. Ja, aber so teuer ist die Muni gar nicht hier für Plasma-Cutter und Impulsgewehr. Können wir dich nicht verkaufen? Du lieber Ripper, du. Ich mag den Ripper irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Haben Sie einen produktiven Tag. Vielen Dank für Ihre Loyalität gegenüber den CEC-Shops und den angeschlossenen Unternehmen. Jedes Mal kommt eine neue Nachricht. Wie gut. Kommt auch eine separate Nachricht, wenn ich etwas ins Lager stecke? Nein. Oh, hier. Das Megapaket Energie. 5000 Credits. Ich brauche Munition. Ja, wir spielen weiter. Eine Kombination aus Impulsgewehr und Plasma-Cutter. Also brauchen wir auch dafür Munition. Zack. Und zack. Und zack. Aber jetzt ist auch erstmal genug. Impuls. Oh, warte, was? Das ist für das Impulsgewehr? Ich sehe es jetzt erst. Oh nein. Ich habe nur kinetisch gelesen und ich dachte, es wäre was für den Anzug. Das hätte ich mir dann vorhin gekauft. Aber naja, dann sparen wir halt. Und früher oder später, ne? Wenn wir hier zusammenlegen jetzt, wenn wir komplett auf Energie verzichten, sind wir mutig, / doof? Ich glaube ja. Ich glaube, das machen wir. Das ist ein guter Plan. Zack. Einmal bitte. Kinetische Ladeautomatik. Plong. Aber dann brauchen wir auch noch die Knoten natürlich, ne? Aber jetzt haben wir es gekauft. Warte mal, wir hatten noch 4000. Eine Sekunde. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Wir hatten noch jetzt 4000. Wo kam die denn jetzt auf einmal her? Warum haben wir denn so viel jetzt noch gehabt? Ich habe offensichtlich nicht richtig mitgerechnet. Gut. Das passiert. Kriegen nur die Hälfte zurück von so einem kleinen Energy Drink. 1000 Credits. Und hier 2000 kostet einer. Nee. Dann spare ich jetzt. Dann spare ich jetzt. Ein für alle Mal. Man könnte natürlich jetzt auch ganz schnell nochmal zurück zur Bank gehen. Aber das würde eine Fahrstuhlfahrt bedeuten. Würde ich gerne überspringen. Ja, würde ich ganz gerne erstmal umgehen, das Ganze. Und stattdessen hier den Brotkrumen folgen. Na? Oh, 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 oh. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, aber Sauerstoff ist noch da, ne? Warte, wie der aussieht. Was für eine Sauerei. Hammond, ich habe die Sicherheit. Ah, wir können hier auch fliegen, wenn wir wollen. Sie war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte. Der Marker? Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Sauber, sehr schön. Einmal in der Mitte durch, bitte. Landen, landen. Umschalten. Luftschleuse 1, 2 oder Lüfter? Das ist hier die Frage. Ob wenn ich den Lüfter ausschalte, dann kein Sauerstoff? Nee, alles okay. Alles im grünen Bereich. Oh, 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 oh. Flieg weg, schnell, Isaac. Flieg, so schnell, wie du nur kannst. Ah, ja, genau. Alter Schwede, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Habe ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Doch, ich habe ihn erwischt. Boom. Weg, weg, weg. Energie nehmen wir mit. Oh, warte mal, das war ein Stachli, ne? Ein Hundestachli. Ach ja, Emine. Schön, dass auch die Magazine dann, die leeren, durch die Gegend tickeln hier. Wenn wir sie eingewechselt haben. Sonst noch irgendwo was versteckt vielleicht. Hier in der Ecke. So. Da nochmal durch. Jawohl. Ist alles aus. Alles im grünen Bereich. Ich hoffe, ich habe das jetzt auf Anhieb richtig verstanden. Ich bin da meinem Bauchgefühl nach und habe einfach nur den Lüfter ausgestellt. Landen, landen bitte.
hoffe, das war richtig. Das wird sich gleich zeigen. Na? Oh, warte, was ist das? Ich hab's zerschossen. Sicher ist sicher. Wächst das nach? Warum blutet es? Und warum ist es so laut? Na? Lässt du mich rein? Tür? Oh, 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 oh. Flammenwerfer, yay! Hab ich doch sofort erkannt. Aber auch immer an Stellen, wo man auf jeden Fall vorbei muss. Aber ich glaube, man kann den bestimmt auch, also provokant, einfach liegen lassen, wenn man möchte. Aber wer daran vorbeiläuft, ne? Ich glaube, dem kannst du auch nicht mehr helfen. Ja, danke sehr. Ich meine, ich übersehe ja auch eine ganze Menge, ne? Aber wenn man so einen, also die Waffe jetzt hier übersehen hätte, naja gut, reden wir über was anderes. Oh, sieht das eklig aus, wie schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Halo 3. So. Vor allem so richtig schön close up. Einfach nur krank, Mann. Ihr seid alle krank. Ja, Alter. Aber die leben noch, ne? Macht der irgendwas? Machst du was? Irgendwie nicht, ne? Aber ist schon voll interessant eigentlich. Also wir könnten ihn natürlich jetzt zerstören. Oh, oh, warte. Okay, wir haben ihn irgendwo auch erlöst, ne? Aber vielleicht war das ja sein Traum. Vielleicht war das ja ein Unitologe. Der wollte genau so leben und für immer da rumhängen. Naja, also wenn man die Wahl hat. Also wenn man es jederzeit abbrechen würde, würde ich es auch für ein paar Jahre mal probieren. Wer weiß, wie das so emotional ist, ne? So Teil von diesem großen nekromorphen Konstrukt zu sein. Wir sollen dahin, aber gehen erst hierhin. Wer weiß, vielleicht fühlt sich das total gut an und hast du was. Und deswegen, naja, deswegen weiß ich nicht. Also es sieht von außen, sieht es natürlich befremdlich alles aus. Diese ganzen mutierten Monster und so. Aber vielleicht fühlen die sich total gut eigentlich. Vielleicht quälen die sich halt nicht, ne? Die haben die ganze Zeit maximale Dopaminausschüttung. Einfach nur durchs Rumlaufen und Rumschreien. Logbuch des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Hier ist Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Chinesen-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke. Falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elisabeth. Wie sie hier runterkommen. Na, ach guck mal, das ist der Nächste. Er kann uns leider die Frage nicht beantworten. Aua, sag mal, spinnst du? Das hat richtig Energie gekostet, ne? Aber die mögen das Licht nicht, ne? Wie lange wird er da schon hängen? Hat er sich das Gesicht selber abgefuttert? So Fingerfood-mäßig? Ist gut jetzt. Konzentration. Das ist ein ernstzunehmendes Horrorspiel. Mach es kaputt. Warte mal. Ich glaube, wir müssen das abfackeln, ne? Ja, wir müssen das abfackeln. Zünde es an. Nee, doch nicht. Ach, da hinten. Ich sehe es. Block. Oh, warte. Ja, hat sich schön aufgelöst. Na, Juti. Oh, da kommen sie. Genau deswegen braucht man hier einen Flammenwerfer. Na, 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 na. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein, ist schon zu viel. Flambier sie, Isaac. Ein Energy Drink, bitte. Okay. Okay. Ich hätte gerne den nächsten Speicherpunkt. Oh, warte. Oh, warte. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Schemata, Ripperkling. Nice.
Luft auf. Ja. Wo kam der denn jetzt bitte her? Lag der schon da? Habe ich ihn zufällig übersehen? Kann ich mir gar nicht erklären. Trampelmann. Und dann da weiter, ne? Ist wahrscheinlich noch ein ganz schönes Stückchen bis zum nächsten Safe. Credits. Raus mit der Kohle. Ist alles durchgeladen. Flammenwerfer auch bitte. So. Na, ein Glück wird die restliche Munition. Oh, oh, ja, stimmt. Die musste man verkrüppeln, aber man durfte sie nicht zerschießen. Merke ich mir. Ich dachte, es wäre ein Explotyp, aber das sind andere. Die kommen auch noch. Das sind auch lustige Gestalten. Da lang sollen wir. Aber wir können auch da lang, ne? Oder? Ist da was Schönes? Machst du auf? Na, kriegen wir das noch frei? Das wäre ja cool. Genau, mach mal den Arm da bitte weg. Vorratsraum, wie schön. Vielleicht mit einem Safe-Maschinchen. Goldhalbleiter. Ach, wen haben wir denn hier? Kollege. Zack, bitte die Rübe weg. Die kann man auch, ja, die kann man auch selber kaputt hauen. Na, wer schreckt sich jetzt, du mieser Nekromorph, du? Dann noch natürlich bitte diese Tür da. Ja, da möchte ich auch reingucken. Hat sich schon gelohnt. Stase-Päckchen, Stase-Aufladen und Trampelmann. Mit schön viel Plasma-Energie. Ab in den nächsten Raum. So, diesmal bitte beim ersten Mal. Zack, nice. Aua. Vorsichtig. Die sind immer noch gefährlich. Ja. Alter Schwede. Ist übel. Sehr übel. Oh, Flammenwerfer-Muni. Ja, davon braucht man noch eine ganze Menge. Den sollte man auf jeden Fall immer mitführen. Weil die kleinen Viecher, ja, die hier, die sind sehr lästig ohne Flammenwerfer. Aber mit Flammenwerfer sehr gut händelbar. Hallo, hallo. Ey, 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 ey. Sag mal. Wie krank, Mann. Brauch mehr TP in meinem Rick. Flopdivo. Na, noch ein bisschen mehr. Danke sehr. Aufgeladen. Noch mehr Energie. Ich habe keine Energie mehr. Oh. Na, weil wir unbedingt das Upgrade kaufen mussten für das Impulsgewehr. Da, speichern. Das ist ja klasse. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich würde auch sagen, das reicht jetzt erstmal für diese Aufnahme. Ist schon sehr spät. Ich muss jetzt schlafen gehen. Das werde ich wahrscheinlich ganz, ganz toll machen können nach diesem wunderbaren Horrorspiel. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Vielleicht ist die Folge ja auch zu Ende, falls das der Fall ist. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, ne? Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, um dieses Video und generell dieses Projekt zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen. Euer Leo. Bis dann. Tschüss.